Was geht ab, Leute? Heute mit einem 5-Star Ex-Ruffy Gameplayer auf jeden Fall. Wir haben ihn endlich auf 5 Sterne. Wie ihr wisst, wir haben ihn ja nur einmal gezogen gehabt. Ich gehe mal ganz kurz auf die Party gleich drauf und zeige ich euch, wie wir heute spielen. Ja, auf jeden Fall, der Typ ist wild. Sehr, sehr wild. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie ich das Ganze gemacht habe, wie ich ihn so schnell gekriegt habe auf 5 Sterne, schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich natürlich auch interessieren. Wie ihr sehen könnt, hier Defender, Straw Hat Pirate, Paramecia und New World. Und ja, ich würde sagen, let's go. Hassmap auf jeden Fall am Start. Gucken wir mal das Team an. Oh, sieht auf jeden Fall stark aus. Ich spiele natürlich überwiegend mit Ruffy. Kleine Switch. Ja, Leute. Jetzt mal schauen. Ich bin gespannt. Das sind so die ersten Gameplays auf 5 Sterne. Gegnerische Team sieht ganz okay aus. So, wir werden natürlich versuchen, erstmal Flaggen einzunehmen und so viel Chaos zu machen wie möglich. Ihr wisst ja auch, mein Hassgegner Akainu, diesmal wenigstens nicht im gegnerischen Team, sondern bei uns. Ich guck jetzt auf jeden Fall, dass die Flagge so lange wie möglich noch aufladen, bevor dieser scheiß Tornado kommt. Zeynep ist am Start, für die, die es wissen. Und dann gibt es auch jetzt auch noch diese Antonia oder so. Was für Namen die sich aussuchen für irgendwelche Stürme. Geistkrank. Sanji hier schon uns fast erwischt. Okay, Akainu nimmt mir alles weg. Danke dafür. Und ja, auf jeden Fall, Leute, habt ihr Ex-Ruffy gezogen? Wie findet ihr ihn? Wenn ihr es oder wenn ihr ihn gezogen habt, auch selbst wenn nicht, schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Wir warten jetzt hier kurz noch mal ein bisschen ab, bis er seine Skills einsetzt. Okay, Akainu regelt. Akainu regelt immer komischerweise. Okay, ganz wichtig. Der war ganz, ganz wichtig. Guckt euch das an. Cool. Ich sag, Ruffy ist einfach ohne Wort. 5-Star ist der schon mächtig. Ich will gar nicht wissen, wie der ist, wenn wir ihn auf 6 Sterne haben. Okay, hier wurde ich jetzt komplett hops genommen. Gucken, was der Roger macht. Der macht gar nichts. Der geht schlafen. Scheiß Sturm. Versuche jetzt hier nochmal die Kisten ein bisschen kaputt zu machen. So, dann am besten noch die Flagge einnehmen. Es läuft ganz gut. Wir haben so die ersten 2-3 Kills. So, direkt zurück transformieren. Ich finde halt diese neue Option mit diesem Transformieren einfach so geil. Das ist so heftig. Und der nächste. Hey, das ist so heftig. Ohne Scheiß, also wirklich, dieser Ruffy, der hat mich auf jeden Fall im Bounty Rush wieder zurückgeholt. So, wenn der nicht gewesen wäre, ich glaube, hätte ich komplett mit Bounty Rush gequittet. Weil einfach das Spiel in letzter Zeit einfach keinen Spaß gemacht hat. Aber jetzt ist momentan wirklich die Meta so ausgeglichen. Und das ist halt das Schöne. Hier der nächste Roger. Leute, der Typ ist einfach zu wild. Der ist zu wild. Hier versucht die mich von hinten einfach hops zu nehmen. Keine Chance. Jetzt muss ich halt aufpassen. Ah, der hätte mir ruhig die Flagge auch übergeben können. Mein Fehler, das war's. Es war so klar. Diese scheiß Stürme. Okay, den Lissab hat's auch erwischt. GG an meine Teammates, auf jeden Fall starkes Gameplay. Ich würde sagen, wir hören uns sofort im nächsten. Gucken wir mal. Oh, 5 Kills, 3 Flaggen. Kann man so machen. So, wir sind jetzt auf jeden Fall im nächsten Gameplay. Ah, gucken wir mal. Okay, auf jeden Fall Dressrosa. Auch eine geile Map. Ich mag die. Die ist einfach so übersichtlich. Liebe ich einfach.
So, gucken wir mal. Wieder zwei Rogers im gegnerischen Team. Gucken wir mal, was die so anrichten. Ich glaube eher wenig. Starke Kombi auf jeden Fall. So. Ich würde mal sagen, let's go. Und ja, Leute, was haltet ihr so von dem Spiel momentan? Wie findet ihr so die Meta? Und was haltet ihr so allgemein von dem Spiel? Das war jetzt mies, aber der hat gut an Leben verloren. Scheiße, würde ich mal sagen. Aber it is what it is. So, zack. Direkt der nächste. Okay, hat er stark gemacht, hat er stark gemacht. Versucht direkt die Flagge zu catchen. Direkt mal die Heals hier mitzunehmen. Ja, direkt zurück transformieren. Meine Teammates regeln ja bisher. Scheiß Fische. Die nerven aber auf der Map, muss ich schon sagen. Das war mir so klar. Easy Kill. Jetzt erwischt mich einfach hier Zorro. Aber keine Chance. Und Roger geht auch flöten. Ey, dieser Ruffy ist einfach zu krass. Guckt euch das mal bitte an. Der ist einfach zu wild. Muss jetzt vorsichtig machen. Ein HP left. Bitter. Richtig bitter. Kurz überlegt, nach hinten zu rennen. Aber... Ach, Mann. Den Kill wollte ich doch haben. Ja, da war ich ein bisschen zu unvorsichtig. Eigentlich habe ich ja geaimt auf den Ruffy. Aber was soll's. Jetzt mal kurz mit Roger unterwegs. Gucken wir mal, was wir da so reißen. Schlaf schön, würde ich sagen. Good night. Also dieser Lore-Player, der... Ich glaube, der muss sich ein paar Videos von mir reinziehen. Hilft ihm vielleicht. Ja, ja, Leute. Was denkt ihr sonst? Wer kommt als nächster Charakter? Habt ihr da irgendwelche Ideen? Hier hatte ich jetzt nochmal ein bisschen Glück, dass es mich nicht erwischt hat. Der arme Roger. Ich sag ja, der arme Roger. Mihawk nehmen wir doch auch noch mit. Okay, schade. GG. Auf jeden Fall wieder starke Leistung von meinen Teammates. Wie gesagt, immer schön ein Like da lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Für die Leute, die auch neu eingeschaltet haben. Wie gesagt, ich bin wieder aktiv auf YouTube. Wenn es euch gefällt, lasst doch gerne ein Abo da. Lasst gerne ein Like da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Auch über Kommentare. Und ja, ab ins nächste Game. Schauen wir mal, welche Map. Auf jeden Fall Dressrosa, gefällt mir, sehr schön. Oh, im gegnerischen Team auch von Ruffy. Jetzt bin ich gespannt. Ja, auf jeden Fall Leute, dieser Ruffy, ihr könnt den auf HP und Attack meddeln sozusagen. Ich habe es jetzt auf Attack und Death gemacht, einfach damit ich nicht so oft gewone-shottet werde. In dem Sinne gucke ich halt mal, wie ich das Ganze noch mache. Vielleicht mache ich noch ein zweites Video, wo wir eben halt nur auf HP und Attack gehen, um euch natürlich auch das Beste an Metal Sets zu geben, damit ihr natürlich auch, falls ihr einen Ruffy habt, gucken könnt, was ihr am besten mit den Metals macht und was für Trades ihr einsetzt. Ja, ansonsten
schauen wir mal. Packen wir uns die erste Flag. Oden wird mich natürlich jetzt echt abfacken. Oden ist auch ein guter Konter gegen Ruffy, muss ich schon sagen. Also ich habe das gemerkt, wo ich auf Forster mit dem gespielt habe. Oh, da kommt schon so ein Fisch. So, gucken wir mal oben. Hat er stark gemacht. Hier ganz kurz gehalten, meine Attacke, damit einfach Oden seinen Skill nicht einsetzen kann. Ganz wichtig, wenn er gegen Oden kämpft, versucht den Skill kurz zu halten. Ansonsten sieht es ein bisschen schlecht aus. So, schauen wir mal. Endlich kann ich die Flagge an. Oder auch nicht. Easy Kill. Easy. So. Wichtig in dem Spiel ist halt auch einfach, ich merke das immer wieder, die Teammates. Man kann alleine nicht viel reißen. Das ist halt einfach auch so ein teambasiertes Spiel. Und wenn die Teammates einfach zu doof sind, sage ich mal, dann ist das natürlich beschissen. So, hier direkt nochmal. Klaut da einer meinen Kill. Auch nicht schlecht. Ihr kleinen Schlawiner hier. Boah, auf jeden Fall, Leute. Dieser Ruffy macht extrem viel Spaß. Ich kann es einfach jedem empfehlen. Jedem. Spart eure Coins, falls ihr ihn noch nicht gezogen habt. Versucht's. Und danach versucht nicht einfach irgendwelche zu holen. Okay, hier Akainu. Easy. Auch schon fast One-Shot. Das war's wohl. Okay, okay, okay. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Boah, hier kam Ruffy auf jeden Fall. Hat mich kurz böse erwischt. Wie, das war jetzt Kid. Okay, ich dachte, das war Ruffy, aber gut. Was soll's. Gehen wir halt kurz mit Roger auf die Jagd, weil wir die Punkte natürlich nicht verschenken wollen. Was ich euch auch empfehlen kann, momentan sind ja noch die Event Battles. Versucht da so viele Punkte wie möglich zu sammeln, damit ihr wenigstens noch die Medaille mitnehmen könnt, gerade für blaue Charaktere. Blue Type ist halt momentan echt stark und da kriegt ihr eine Medaille, wo ihr eben 18%igen Trade bekommt. Also nehmt das auf jeden Fall mit. Okay, jetzt müssen wir aufpassen, Akainu ist auch am Start. Starker Perfect Dodge. Versuche jetzt nur noch die mittlere Flagge irgendwie zu halten. Okay, GG. Huh, anstrengend. Anstrengend. Sind auch wieder MVP geworden. Gefällt mir doch so. Schauen wir mal, wie viele Kills wir haben. 7 Stück, also Leute, ihr könnt... Was soll ich dazu sagen? 7 Kills. It is what it is. Der Typ ist einfach wild. Also. Ja, was soll ich sagen? SS 640 Punkte. Ruffy seine Medal zeige ich euch jetzt noch ganz kurz. Wie gesagt, ist auf Attack und Death. Das ist zwar nicht die optimalste Lösung, aber wir werden natürlich gucken, was das perfekte Medal Set für Ruffy ist. Das war's mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.